Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Disney Dreamlight Valley. Ja, und kaum bin ich reingekommen, sehe ich hier direkt neben mir auch schon passend platziert eine Truhe. Sehr schön, die nehmen wir natürlich direkt mit. Ich muss mal eben schauen, wie das mit dem Vogel ist, den wir ja eigentlich fotografieren müssen. Ob der eventuell... Nein, er ist heute natürlich wieder nicht da. Aber der Rote wäre da. Wir könnten mal versuchen. Ich bin mir nicht sicher, ob das funktioniert. Da hinten ist sie. Es wäre nur schön, wenn ich hier auch meinen Weg ein bisschen frei hätte. Kommst du mit? Vergessen, weil ich sehe hier gerade nichts. Ich bin hier wieder so komisch am... Achso, warum laufe ich eigentlich? Wieso porte ich eigentlich nicht? Wir könnten mal gucken, ob wir den tatsächlich finden und ein Foto davon machen. Ob das funktioniert oder ob es wirklich der absolut pechschwarze Rabe sein muss. Na, Moment. Das ist er doch, oder? Mit... Nein, 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 nein. So. Ah, ich muss eh drücken und nicht... Da, jetzt ist er drin. Zack. Ah, mit dem dunkelsten Gefieder heißt offenbar, ich probiere es nochmal, aber da wird sich jetzt nichts dran tun, dass wir nicht den schwarzen mit dem Rot drin nehmen können, ja, sondern wir müssen tatsächlich den normalen schwarzen nehmen. Hatte der nicht gerade blau drin, wo ich nachgeguckt habe? Jetzt muss ich doch nochmal kurz gucken. Nee, er hatte rot drin, genau. Ach nee, das war das mit dem blauen, was ich... überlegt hat. Also wir müssen tatsächlich den klassischen Raben fotografieren. Ja, schade, schade. Aber dann kommen wir leider mal wieder nicht weiter mit der Quest. Wo ich gerne weitermachen würde. Ich bin ja schon die ganze Zeit darauf, am Geiern Bell zu kriegen. Aber ich habe ja gesehen, dass Olaf noch eine Quest für uns hat. Und ich bin der Meinung, dass wir die zwischendurch machen sollten, wenn wir damit ihm reden können. Hm? Weißt du noch, wie du und die gute Fee mir dabei geholfen habt, 100 Stöcke zu finden? Ja, worum ging es da? Ich habe versucht, das zu vergessen. Das wirst du gleich erfahren. Ich brauchte sie für ein streng geheimes Projekt, von dem niemand etwas weiß. Augenblick mal. Weißt du etwas über mein streng geheimes Projekt, von dem niemand etwas weiß? Sind dafür eine Menge Stöcke erforderlich? Nein, ich habe große Angst, es herauszufinden, genau. Wenn es so geheim ist, warum sollte ich dann davon wissen? Ich wollte nur sicher gehen, dass es so geheim ist, wie ich es geplant hatte. Nun, ich kann endlich verraten, dass ich die letzte Woche damit verbracht habe, aus den 100 Stücken 10 robuste Stühle zu bauen. Oh, prima. oh, prima, die werden nützlich sein. Das denke ich auch. Stühle könnten für so viele Dinge verwendet werden. Man kann darauf sitzen, sich darauf stellen, um hohe Regale zu erreichen, sie für eine Deckenfestung verwenden, sie an ein Rentier als behelfsmäßigen Schlitten befestigen. So viele Möglichkeiten. Ehrlich gesagt überfordert mich das ein bisschen. Hier, warum entscheidest du nicht, was damit geschehen soll? Okay. Ich schwör's euch, das war bestimmt der schönste Tag in meinem Leben. Eine heikle Situation. Wieso kann ich das jetzt nicht annehmen? Ach so, weil das schon der Abschluss war. Ja. Okay. Dann haben wir jetzt von ihm... Jetzt ist die Tür weg, Moment. Da. Dann haben wir von ihm jetzt gerade ein Geschenk bekommen. Okay. Ich habe übrigens immer noch das Handy in der Hand. Achso, ja, sieht man ja hier gar nicht. Stimmt ja. Was ich aber noch machen wollte, was ich total... Da ist sie schon wieder am Schlafen. Ich bin so froh, dass ich es jetzt endlich abgeschlossen habe. Weil jedes Mal, wenn ich wirklich mal die Möglichkeit habe, aufzunehmen, jedes Mal ist diese... Entschuldigung, blöde Kuh am Schlafen. So, was haben wir denn hier? Müssen wir unter alles machen, weil ich gar nicht weiß, wo drunter das eigentlich fällt. Wir haben ja in der letzten Folge dieses Auto bekommen. Was ich jetzt natürlich gerade nicht finde, das war so klar. Das würde ich nämlich... Oh, was ist das denn? Holzgestell für Stoffe. Wann habe ich das denn bekommen?
Das sieht richtig cool aus. Das würde ich nämlich sonst gerne bei ihr hinstellen. Das sieht auch sehr geil aus hier. Kürbiskutsche als Blumentopf. Die müsste ich eigentlich auch noch aufstellen. Straßenbelag, das ist der, der da oben ist. Spielzeug-Aliens, die müsste ich eigentlich auch bei ihr hinstellen. Märchenhafte Gartenlaube, wo habe ich die denn her? Oh Gott. Ich habe auf einmal so viel Spielhallenschrank aus Sugar Rush. Also das Auto wollte ich eigentlich jetzt hier draußen hinstellen. Ich weiß nicht, ob das jetzt so gut ist. Ich meine, das schmilzt ja wahrscheinlich. Ich weiß nicht, ob das so gut ist, wenn wir das jetzt hier hinstellen. Nee, Gegenstand drehen, das war hier mit. Kann man den nicht einfach... Ich kann den... Ach nee, ich kann den gar nicht schräg machen. Ja, sonst stelle ich das so hin, was soll's. Ja, das war eigentlich alles, was ich jetzt noch machen wollte. Kann man auch nicht benutzen oder so, ne? Schade. Ich hätte es vielleicht auch ins Zimmer stellen können, aber was will man mit so einem Auto im Zimmer? Da tropft es ja nur alles einem voll. Ja, dann muss ich mal schauen, wie mache ich das jetzt am besten, beziehungsweise woher bekomme ich jetzt die Quest für Belle her? Ich vermute mal, dass wir die auch übers Schloss bekommen, dass es da jetzt etwas Neues gibt, was wir freischalten können. So, die hier unten haben wir alle. Die hatten wir auch alle. Und hier oben leuchtet natürlich nichts, war ja klar. Hier leuchtet tatsächlich nichts. Und wie bekomme ich dann Belle? Ach so, doch, Moment. Ah, okay. Die leuchten noch nicht. Da bist du ja. Verstehe. Hier drinnen liegt eine Bibliothek und eine Geschichte, so alt wie die Zeit. Nur du kannst dein Dreamlight benutzen, um diese Tür zu öffnen. Ja, machen wir gerne. Unglaublich. Du hast das Reich von die Schöne und das Biest freigeschaltet. Ich lüpfe meinen Hut. Obwohl ich es vorziehe, ihn aufzulassen. So, erkunde das Reich von die Schöne und das Biest. Oh. Ach du Schande, wie sieht der Prinz denn bitte aus? Okay. Oh, sieht aber auch schön aus hier. Moment. Da möchte ich auch mal kurz gucken. Das sind wahrscheinlich die Rosen, die sie da mitgenommen hatte, ne? Hier ist es so am Leuchten. Ah, hier ist was. Eine Seite mit ordentlicher Schreibschrift, die aussieht, als würde jemand eine Geschichte schreiben. Die Frau und der Mann aus Stein. Es war einmal eine junge Frau, die im Wald spazieren ging. Sie hörte eine Stimme, die so traurig sang, dass es ihr das Herz brach. Sie verließ den Weg, um ihr zu folgen. Ja, und der Rest? Ich will den Rest lesen. Gut. Da ist das Buch. Dann gucke ich hier vorher nochmal kurz. Dass das immer so flackern muss. Es kann natürlich sein, dass wir da jetzt einfach nur aufs Gleiche kommen, aber vielleicht haben wir hier noch irgendwo eine Seite oder so. Das sind wahrscheinlich die Flügel, die dann im Laufe der Zeit, oh, Hallöchen, geöffnet werden, also sprich freigeschaltet werden. Aha, was haben wir denn da? Ein T-Shirt, guter Junge. Na toll. Ich dachte, oder ich hatte gehofft, dass es zumindest eins ist, was irgendwie die Geschichte zeigt. Aber na gut. Du kannst sprechen, fragt die junge Frau und trat näher an den Mann aus Stein heran. Wobei sie zögerte, als sie ihre Hand ausstreckte. Kannst du dich bewegen? Na gut, dann können wir jetzt
die restliche Geschichte in dem Buch lesen, was jetzt hier so rumfliegt, oder? Man weiß es nicht. Wahrscheinlich kommt er jetzt hier rausgestürmt oder so. Oh, Moment, da hinten geht's auch noch weiter. Ah, ja, ich habe doch gerade noch gesagt, da hinten geht's auch noch weiter. Ich will dich aber lesen, komm her. Moment, da ist auch noch. Warte, Buch, ich komme sofort. Oh, warte, Buch, du musst noch einen Moment länger warten. Oh Gott, wo geht's denn hier überall hin? Oh je. Okay. War da was zum Lesen, ne? Da ist noch eine Seite. Der Mann aus Stein und die junge Frau gingen tiefer in die Wälder. Sie waren wahrlich frei und jagten fortan gemeinsam dem Abenteuer hinterher. Ende. Ich weiß nicht, ob das jetzt das Ende der Geschichte war oder ob ich die jetzt falsch rum gelesen habe. Ja, wahrscheinlich falsch rum. Als der Mann aus Stein die biestige junge Frau sah, begann er zu weinen. Er hatte versucht, sie vor den Dornen zu warnen, aber sie heulte vor Freude und zerschnitt die Dornen, bis er frei war. Okay. So, ist hier noch irgendwas? Kann man da noch rum? Man kann, aber man hat hier nichts mehr. Was ist hier? Moment. Kann ich nicht. Muss ich später machen? Ha, ihr seid doch doof, Mann. Dann laufe ich hier wieder rein und denke mir, ja, hier war ich schon mal. Oh, hier ist noch eine Seite. Als der Mann aus Stein die biestige junge Frau sah, begann er zu weinen. Er hatte versucht, sie vor den Dornen zu warnen. Und das haben wir gerade schon mal gelesen. Wieso ist das zweimal die gleiche Seite? Man weiß es nicht. Die erschöpfte junge Frau schlief in ihrem Haus mit den brennenden Wunden ein. Als sie erwachte, war sie verwandelt. Okay, das ist nicht die Schön und das Biest. Haben wir jetzt so eine Shrek-Geschichte hier drin, oder? Da ist noch eine, die hatte ich, glaube ich, oder? Im Dorf der jungen Frau glaubte niemand die Geschichte über den Mann aus Stein. Selbst als sie die Wunden der Dornen zeigte, spotteten sie. Ja, das soll wohl so was Ähnliches sein. Also ein bisschen umgeschrieben sein. Weil die haben ja im Dorf da gespottet. Wo ist der jetzt hingeflogen? Darum, ne? Hier ist noch eine Seite. Ich kann sprechen, sagte der Mann aus Stein. Und ich könnte mich auch bewegen, wenn ich diese verfluchten Dornen wären. Ja, ich bin da, ich bin da, ich folge dir. Oh. Oh. Hi. Belle, was ist denn hier los? Warum fliegen hier überall Bücher herum? Oh, kennen wir uns? Konzentrieren wir uns auf die Bücher, genau. Das ist eine lange Geschichte. Ja, das stimmt. Konzentrieren wir uns auf die Bücher. Ich bin hier, um zu helfen. Danke. Ich fürchte, dieser Sturm fliegender Bücher ist ziemlich schwierig. Das ist eine gute Art, die Situation zu lesen. Der war etwas flach. Aber den nehmen wir mal. Du magst auch Wortspiele? Ich würde gerne später mit dir darüber plaudern. Aber jetzt, hilfst du mir, sie einzufangen? Sobald wir alle fliegenden Bücher eingefangen haben, werde ich dir alles erklären. Hoffentlich können wir bald mal wieder plaudern. Ich kann die aber nicht einfangen. Hallo. Egal, ob ich E drücke oder... Muss ich da durchlaufen vielleicht? Ne, durchlaufen funktioniert auch nicht. Ah! Was hat das jetzt bewirkt? War das jetzt die Taste oder war das jetzt E? Ich glaube, es war E, oder? Ja, es war E. Okay, jetzt funktioniert es auch besser. Eben ging das ja gar nicht. So, jetzt schauen wir mal kurz. Hier ist nichts, was wir irgendwie lesen können oder so.
Einmal die Bücher, bitteschön. Kann ich dir helfen? Du hast einige der Bücher erwischt. Schau, der Rest fällt herunter. Ich kenne ihre Stimme. Das ist nicht die Original-Bell-Stimme, soweit ich mich erinnern kann. Also sie müsste mal mehr reden als nur irgendwie ein Satz. Aber ich kenne die Stimme auf jeden Fall. Danke, dass du geholfen hast, den Büchersturm zu beenden. Für eine alte Freundin tue ich doch alles. Alte Freundin, es ist seltsam. Ich habe das Gefühl, wir sind uns schon einmal begegnet. Die Wahrheit ist schwer zu erkennen und noch schwieriger zu glauben. Für den Moment vertraue einfach darauf, dass ich dir helfen werde, die Dinge zu verstehen. Das war einfach nur ein ganz... Nee, Moment. Wie kam es denn überhaupt dazu? Würde mich auch mal interessieren. Ich bin mir nicht sicher. Das Biest und ich hatten eine Meinungsverschiedenheit. Er bat mich, nicht mehr in den Westflügel zu gehen. Aber es gab dort etwas, das ich sehen wollte. Oder war das die Synchronstimme von Hermine? Das kann natürlich auch sein. Also nicht das Original von Die Schöne und das Biest, aber das könnte sein, dass es die ist. Ich hätte dasselbe getan. Wie hat das die Bücher zum Fliegen gebracht? Ich weiß nicht, ob es tatsächlich das war. Ich glaube, es muss etwas anderes gewesen sein. Was ist dann passiert? Wir stritten uns. Dann ging ich und kam hierher, um etwas zu lesen zu finden. Aber... Kaum hatte ich mein Buch aufgeschlagen, flogen alle Bücher wie in einen Sturm aus den Regalen. Ich glaube nicht, dass das etwas mit der Verwünschung des Schlosses zu tun hatte. Es muss Dreamlight-Magie sein. Der Sturm der Bücher spiegelt deine Gefühle wider. Dreamlight-Magie? Davon habe ich noch nie gehört. Aber das Biest hat sich am meisten aufgeregt. Es hat sich im Westflügel eingeschlossen und will niemanden hineinlassen. Lass uns ihn austricksen, genau. Ich werde in die Tür eintreten, genau. Wir könnten ihn freundlich darum bitten. Das habe ich schon versucht. Er antwortet mir nicht. Dann werde ich versuchen, mit ihm zu reden. Ich glaube nicht, dass er dich hineinlässt. Gibt es einen anderen Weg in den Westflügel? Nun, als ich das erste Mal im Schloss ankam, sagte Lumière etwas über einen Geheimgang in der Bibliothek. Ich habe ihn nie gefunden, aber du könntest in der Bibliothek danach suchen. Ich werde diese Bücher wieder in die Regale einräumen. Du hattest mich schon bei Geheimgang, genau. Ich werde mich sofort auf die Suche machen. Vielen Dank, ich bin dir sehr dankbar für deine Hilfe. Bitte komm zu mir, wenn du den Geheimgang in der Bibliothek gefunden hast. Du solltest vielleicht bei der Rollleiter in der Ecke nachsehen. Neulich habe ich dort einen kalten Luftzug gespürt. Auf Wiedersehen! Bei der Rollleiter. Meint die das Ding hier? Interagieren? Ist das jetzt dein Ernst? Oh nee, jetzt sag mir bitte nicht, ich musste die Seiten mitnehmen. Kann man die... Was bist du denn? Okay. Liegen hier noch vier andere Teile rum? Wäre natürlich perfekt. Zwei brauche ich noch. Hier ist noch was. Aber eins fehlt noch. Das waren ja sechs, ne? Ich kann das eventuell schon mal reinmachen. Ich glaube, das ist egal, in welcher Reihenfolge, oder? Bleibt auch drin, ne? Ja, das bleibt drin. Also, dann brauchen wir jetzt noch einmal so ein kleines Teil. Die Frage ist, wo kriege ich das? Wahrscheinlich ist das gar nicht hier. Sondern ich muss das jetzt irgendwo anders finden. Könnte ich mir schon fast vorstellen. Ah, Moment. Wieso leuchtet das erst, wenn man dreimal dran vorbeigelaufen ist? Ich weiß es nicht. Ich habe den Geheimgang gefunden. Belle, wo bist du? Da. Oh. Du hast den Geheimgang gefunden? Das ist wunderbar.
Hinter einem Bücherregal. Ein wahr gewordener Traum. Es ist aufregend, nicht wahr? Wie in einem Krimi. Lass uns nach dem Biest sehen. Ich denke, ich sollte hier bleiben. Er ist immer noch wütend auf mich. Aber du bist eine Fremde. Es wird ihm nicht gefallen, wenn eine Fremde in seinem Zimmer ist. Sogar das Personal geht selten hinein. Ich werde mich als Herr von Unruh verkleiden, genau. Könnte ich mich wie eine von ihnen kleiden? Auf diese Weise könnte er denken, ich sei jemand vom Personal. Es ist ziemlich dunkel da drin. Ich schätze, es könnte funktionieren. Ich habe früher oft genäht, wenn mein Vater etwas für seine Erfindungen brauchte. Mit ein paar speziellen Gegenständen könnte ich sicher ein Kostüm für dich schneidern. Mal sehen. Wir brauchen Kerzen, Kerzenhalter und einen goldenen Vorhang aus dem Schloss. Okay. Wie will man daraus Kleidung machen? Wenn du das Schloss durchsuchst, findest du sicher, was wir für eine Verkleidung brauchen. Au revoir. Kann ich nicht einfach da durchgehen? Moment. Probier das mal eben aus. Aber da ist wahrscheinlich oben deine Tür geschlossen oder so. Aber vielleicht... Oh, ja. Ich wollte gerade sagen, vielleicht ist hier unten ja noch was, was wir noch mitnehmen können. Oder in dem Fall jetzt lesen. Die junge Frau versuchte vergeblich, den Mann aus Stein zu befreien. Aber sie verletzte sich an den Dornen und schwor, mit Hilfe zurückzukehren. Ja. Gehst du einfach mal vorbei, bitte. So. Was brauchen wir jetzt? Vier Kerzen. Moment, hier sind überall Kerzen, aber die kann ich nicht nehmen. Doch, die kann ich doch nehmen. Hier hatte ich doch auch noch eine gesehen. Zack. Kerzenständer und goldener Vorhang. Das meine ich jetzt nicht mit Kerzenständer. Was bist du denn? Du bist der goldene Vorhang. Okay. Sind die Sachen alle nur hier drin? Bezweifle ich nämlich, ehrlich gesagt. Das Problem ist, die fangen halt erst dann an zu leuchten, wenn ich tatsächlich direkt daneben stehe. Och, bleib doch nicht bei jedem Mist hier hängen, Mann. So, Kerzenständer. Das wäre jetzt auch noch ein Kerzenständer. Ich weiß ja nicht, was die für einen Kerzenständer haben will. Hm. Ja, du wärst jetzt nicht wirklich ein Kerzenständer. Schlosskerze und Kerzenständer. Jetzt bin ich hier beim Biest, oder? Ja. Ah, Moment. Das ist ein Kerzenständer. Ohne Seite haben wir auch noch. Die Stimme führte die junge Frau zu einem Mann aus Stein, der in Ranken und Dornen gefangen war. Er brüllte zu ihr, als sie sich ihm näherte. Geh weg! Okay, da war der Eingang. Hier ist noch eine Kerze. Aber woher kriegen wir jetzt die letzte Kerze? Das ist jetzt die große Frage. Haben die die hier irgendwo dazwischen platziert? Nee, ne? Das war die Seite. Wieso leuchtet die eigentlich immer noch? Ich verstehe nicht, warum manche Seiten weiterhin leuchten und manche nicht. Eine Schlosskerze. Habe ich denn draußen noch irgendwo eine Kerze gesehen? Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher. Aha. Da ist ein Schlüssel drin. Okay. Muss ich mir merken. Gut. Da kommen wir raus und da kommen wir dann noch wieder da rein. Na, dann gucken wir noch mal kurz draußen. Da ist noch eine Kerze. Sehr schön. Ach, ja. Ich möchte endlich eine vernünftige Sprintaktion, Sprinttaste haben. Das hatten wir doch schon hier, ne? Ja, ja, ja. Das hatten wir schon. Okay. Dann Bell. Bitteschön. Hallo.
Du hast alles für deine Verkleidung gefunden. Mal sehen, was ich tun kann. Eine Naht hier, ein Knopf dort. Es ist fertig. Hier, zieh diese Verkleidung als Kerzenständer an und geh durch den Geheimgang, um nach dem Biest zu sehen. Oh, oh. Keine Sorge, ich bin mir sicher, dass dir nichts passieren wird. Er mag vielleicht einschüchternd wirken, aber es steckt mehr in ihm, als man auf den ersten Blick vermutet. Das ist meine Verkleidung als Kerzenständer, ernsthaft? Wir bald mal wieder plaudern. Ach. Och nee, komm. Jetzt kann ich wieder nicht F drücken. Muss ich da jetzt ernsthaft in den Schlosspark raus? Oh, ich verstehe nicht, warum man in den Innenräumen sich nicht umziehen darf. Toller Satzbau, ich weiß. Ja, jetzt darf ich es hier auch nicht. Hallo, Leute. Ich kann mich nicht... Ich muss jetzt nicht ernsthaft komplett raus, oder? Ich hab... Oh, einen Moment. Ha! Ha! Hoppala. So, sehr schön. Okay. Also F kann ich immer noch nicht drücken. Das sieht aus, wenn ich hier so als wandelnder Kerzenständer in der Gegend rumlaufe. F kann ich immer noch nicht drücken, aber ich habe jetzt I gedrückt und dann steht hier unten Garderobe. Das ist übrigens auch neu, soweit ich das sehe. Zumindest ganz früher hatten sie es nicht. Ich weiß nicht, ob das schon länger drin ist. Ach so, ich habe die Tür nur geöffnet. Da ist er. Sein Bart ist viel zu klein. Ja, das ist dann doch logisch irgendwie, dass er hier so total betröppelt sitzt. Ah, oh, da ist die Blume. Moment, Moment. Ich weiß, ihr werdet mich jetzt dafür hassen. T. So. Und. So. So gucke ich irgendwie besser. Ich weiß auch nicht. Aber alleine schon mit dem Kostüm. Das ist doch grandios. So, Biest, es tut mir leid, aber ich finde deine Rose so toll. Wer ist da? Nur eine Angestellte, mein Herr. Dann befolge meine Befehle. Lass mich in Ruhe. Ich bin hier, um nach euch zu sehen. Eure Flauschigkeit, eure Hoheit. Mir geht's gut. Ich habe euch allen gesagt, ihr sollt mich in Ruhe lassen. Und ich... Warte, ich kenne dich nicht. Wer bist du? Wie bist du hierher gekommen? Nun, ich... Antworte mir! Bist du wie ein Kerzenleuchter angezogen? Warum? Ich schätze, das ist keine gute Verkleidung. Ich bin ein Kerzenleuchter, genau. Ich sag mal, ich bin ein Kerzenleuchter. Glaubst du, ich bin ein Narr? Glaubst du, ich bin ein Kerzenleuchter? Nein. Ich sollte dich für unerlaubtes Betreten in den Turm werfen. Warte, warte. Ich bin deine Freundin von Belle. Sie hat mich gebeten, nach dir zu sehen. Aber es sieht aus, als wärst du ein bisschen zu sehr auf das alte Porträt fixiert. Belle tut es leid und sie macht sich große Sorgen um dich. Ist das so? Hat sie das gesagt? Hm. Okay, ich vermute, dass hm bedeutet, ich fühle mich schlecht, weil ich überreagiert habe. Hm. Und dieses hm bedeutet, dass ich recht habe. Fühlst du dich schlecht? Was weißt du denn schon davon? Ich weiß, dass es ein wenig beängstigend sein kann, wenn wir über das reden, weswegen wir uns schämen. Sie ist einfach... Sie kam her, obwohl ich sie gebeten hatte, es nicht zu tun. Und sie starrte es einfach an. Das alte Porträt? Ja, sie schaute in dieses Gesicht mit so viel... Ah, wie könnte ich mich jemals mit ihr selbst messen? Möchtest du eine Umarmung? Nein,
Lass mich. Raus! Auf Wiedersehen. Oh, dann sagt er noch so ganz nett, auf Wiedersehen. Brüllt mich erst voll an, macht mich hier voll fertig und dann auf Wiedersehen. Also irgendwas hat das mit dem Porträt zu tun. Das war, glaube ich, das Porträt von ihm selber, oder? Was er angeguckt hat. Ich habe es gar nicht gesehen. Aha. Du hast das Biest gesehen? Geht es ihm gut? Ich glaube, er ist traurig. Er glaubt, dass er dem Prinzen auf dem alten Porträt, das du angestarrt hast, nie gerecht werden kann. Hm. Oh nein! Ich wollte nur sehen, ob ich etwas finde, das mir hilft, zu verstehen, wie er war. Damit ich besser verstehen kann, wer er jetzt ist. So hat er das nicht gesehen. Hm. Das tut mir so leid. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Was wäre, wenn wir ihm ein neues Bild malen würden? Das ist eine interessante Idee. Aber ich kann nicht malen. Kannst du es? Nur in meinen Träumen. Mit den Fingern zu malen ist mein Ding. Kein bisschen. Ja, nur in meinen Träumen. Ich bin sicher, du hast noch viele andere Talente. Wenn wir nur mit den Fingern schnippen könnten und ein neues Bild hätten. Hey, das ist eine tolle Idee. Vielleicht kann ich meine Dreamlight-Magie einsetzen, um uns zu helfen. Ich gehe ins Tal und berate mich mit Merlin. Huh. Was ist ein Merlin? Mein magischer Mentor. Unser Zauberer. Du meinst ein echter Zauberer? Wie in einem Märchenbuch? Ganz genau. Er ist wie eine magische Enzyklopädie mit einem tollen Hut. Merlin versucht immer, den Menschen im Tal mit seiner Magie und seinen Experimenten zu helfen. Experimente? Hm, Merlin klingt ein bisschen wie mein Vater mit seinen Erfindungen. Ich würde ihn gerne eines Tages kennenlernen. Hey, vielleicht wirst du das eines Tages. Ich rede erst einmal mit Merlin über ein neues Gemälde. Das wäre wunderbar. Ich freue mich darauf, von deinen Erkenntnissen zu hören. Vielen herzlichen Dank. Ja, da die Folge aber schon sehr lange ist, würde ich sagen, dass ich das Ganze mal ein bisschen abkürze. Das heißt, wir sehen uns, wenn ich denn den richtigen Weg nochmal wieder finde, wir sehen uns dann gleich bei Merlin im Tal wieder. Bis gleich. Merlin, Merlin, du warst gerade noch da. Da bist du. Hier bin ich. Wir müssen reden. Das ist richtig. Merlin, ich habe Belle und das Biest in ihren Reich besucht. Ich brauche deine Hilfe. Es ist eine sehr lange Geschichte, aber kennst du irgendwelche Zaubersprüche, mit denen man Gemälde erschaffen kann? Es gibt einen Konflikt, den nur die Kunst lösen kann. Ah. Ein kreatives Dilemma, das ist wirklich faszinierend. Es gibt Werkzeuge und Amulette, die für diesen Zweck geeignet sind. Mit ihnen kannst du eine verzauberte Leinwand herstellen, eine, die sich selbst bemalt. Hast du diesen Zauberspruch schon einmal benutzt? Aber selbstverständlich. Gelegentlich habe ich das Bedürfnis, mein Arbeitszimmer umzugestalten und neu zu dekorieren, um meiner Fantasie neue Impulse zu geben. Also habe ich solche Leinwände benutzt, um besonders schöne Momente zu bewahren und, wie man so schön sagt, Leben einzuhauchen. Also, mal sehen. Wenn ich mich richtig erinnere, wirst du Weichholz und Faser brauchen. Dann musst du weiße Gänseblümchen, Granate und Traumscherben sammeln. Oh, und es gibt noch eine weitere wichtige Komponente. Eine, die du im Tal nicht finden wirst. Magische Pinsel? Nein, nein, nichts dergleichen. Wie du sicher weißt, Gameplayerin, entsteht die beste Kunst aus dem Herzen. Und hier kommt unsere letzte Zauberkomponente ins Spiel. Du musst Belle dazu bringen, der Leinwand eine Geschichte zu erzählen. Bitte sie, eine glückliche Erinnerung an eine Zeit mit dem Biest zu schildern, um den Zauber zu aktivieren. Wenn sie das tut, wird ein neues Meisterwerk direkt vor deinen Augen entstehen. Und jetzt hinfort mit dir. Es gibt viel zu tun, viel zu tun. Ja, nichts einfacher als das. Aber ich finde es wunderbar, dass da alles schon drin ist soweit. Das heißt, ich muss mich jetzt nur noch darum kümmern, dass ich noch 6 Fasern machen kann. Nur noch ist gut, ich weiß. Achso, hier oben ist die Faser. Ah.
Also, 5 Fasern, 10 Fasern. Ich brauche wirklich dringend nochmal Algen. So, stelle verzauberte Leinwand hier. Ja, ich war mir gerade nicht sicher. Da. Zack. Bringe die Leinwand zu Belle. Das machen wir doch direkt. Und da ist Belle auch schon. Bitteschön. Ich habe dir so viel zu erzählen. Du bist zurück? Zu einem verwunschenen Schloss, aber natürlich. Okay, ich sag mal, ich würde niemals einen Freund im Stich lassen. Danke, Gameplayerin. Ich bin so froh, dass du genau in diesem Moment kamst. Wie ich sehe, hast du das Bild. Ich brauche nur noch deine Hilfe, um es fertigzustellen. Wo sollen wir es anbringen? Ich kenne den perfekten Ort. Folge mir. Oh, das ist wunderbar. Nee, okay, das ist auch nicht die Stimme von Hermine. Definitiv nicht. Jetzt ist er weg, oder was? Ach, das Bild hat er angeguckt. Ja, stimmt. Das Biest muss gegangen sein. Bereiten wir das Gemälde vor, bevor er zurückkommt. Merlin sagte, du sollst mir von einer glücklichen Erinnerung erzählen, die er beide teilt. Oh. Dadurch wird das Gemälde vollendet? Er ist wirklich ein Zauberer. Nicht wahr? Beeilen wir uns und damit wir fertig sind, bevor das Biest uns entdeckt. Ich will nicht, dass er denkt, du hättest dich hier wieder eingeschlichen, bevor er das neue Gemälde sehen kann. Oh. Du hast recht. Am Anfang meiner Zeit hier versuchte ich wegzulaufen und wurde von Wölfen angegriffen. Das ist eine gute Erinnerung. Was ist dann passiert? Er hat mich gerettet. Oh. Und dann versorgte ich seine Wunden, die er sich im Kampf bei den Wölfen zugezogen hatte. Oh, oh. Danach begannen wir, uns besser zu verstehen. Wir aßen zusammen, gingen spazieren. Einmal haben wir sogar die Vögel im Innenhof gefüttert. Ich erinnere mich daran, wie ich diese kleinen Kreaturen in seinen Händen sah und dachte, dass er auf seine Art wirklich sanftmütig ist. Belle, es funktioniert. Sieh nur. Was ist das? Nicht zu danken, genau. Gefällt es dir? Belle und ich haben es aus einer glücklichen Erinnerung gefertigt, die sie von euch beiden hat. Der Tag im Hof. Mit den Vögeln. Ich erinnere mich daran. Es ist perfekt. Danke an euch beide. Danke. Das ist sehr nett. Ne? Fanden wir auch. Es war besser, als ich es mir hätte erträumen können, Gameplayerin. Oh. Ich bin so froh, dass ihm das Bild gefällt. Wir sind ein tolles Team. Ja, ich habe es genossen, diese kleinen Abenteuer mit dir zu erleben. Du weißt ja, es gibt noch viel mehr Abenteuer und Magie im Tal zu entdecken. Du und das Biest solltet mal vorbeikommen. Ich würde gerne, aber ich bin mir nicht sicher, ob sich das Biest an einem neuen Ort und unter neuen Leuten wohlfühlen würde. Es muss doch einen Weg geben, ihn von der Idee zu überzeugen. Ich sehe mal, ob ich irgendwas hinbekomme. Danke, Gameplayerin. Und danke, dass du uns hilfst, uns gegenseitig besser zu verstehen. Das bedeutet mir so viel. Ja, jetzt ist natürlich die Frage. Ein verkleideter Prinz, das habe ich mir schon fast gedacht. Sprich mit dem Biest. Da das Ganze jetzt alles schon so lange ist, würde ich sagen, machen wir hier erstmal einen kleinen Cut. Und in der nächsten Folge sehen wir uns dann genau hier wieder. Bis zur nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, darfst du mich natürlich auch gerne abonnieren.